wuscheliges Tier mit offenem Maul, das mich ansieht und dabei metronomartig mit dem Schwanz wedelt. Sie packt mich am Arm und zieht meinen Oberkörper hoch, bis ich sitze. Dann drückt sie mir eine Wasserflasche in den Mund. Ich mache ihn auf, weil sie Krankenschwester ist und ich keine Angst zu haben brauche. Das Wasser hat dieselbe Temperatur wie mein Mund. Ich schlucke. Ihre nachtfarbenen Augen sind auf meine Lippen gerichtet. Jetzt sehe ich, dass sie doch Schmuck trägt. Ein Piercing am rechten Ohr. Ich drücke mich mit einer Hand vom Boden ab und stehe auf. Ich bin größer als sie, aber nicht viel. Mir ist noch immer schwindelig. Heinz bedrängt mich. Die Leine hat sich um seine Vorderpfoten gewickelt. Er ist gefesselt und kann nicht mehr gehen. Dümmlich humpelt er von einer Pfote auf die andere. Dabei klappert der Griff der Leine auf dem Asphalt. »Ist es Ihrer?«, fragt Frida Kahlo. Ich nicke und bücke mich, um Heinz zu befreien. Er heißt Heinz. Das wuschelige Tier schnuppert an uns und wedelt weiter. Heinz schnuppert und wedelt zurück. Der kalbsäugige Bierfahnenträger ist nicht mehr da. Nur Frida Kahlo sieht mich noch an. Sie lächelt unter ihren Augenbrauen hervor. Miteinander weitergehen? Nebeneinander, vielleicht berühren, vielleicht gemeinsam etwas trinken.